Wenn du die Materialien herunterlädst und entpackst, so hast du wiederum jeweils eine Übung im Word-Format und die entsprechende Lösung im PDF-Format. So sieht das dann aus. In dieser Einheit geht es ja darum, Texte zu strukturieren, also zum Beispiel so tabellarisch aufzulisten. Und wenn wir jetzt da einen Blick in die Word-Datei werfen, so sieht das nicht sehr berauschend aus. Du siehst, die Punkte sind da nicht schön untereinander. Und auch wenn ich da noch mit Leerschlägen etwas basteln würde, wahrscheinlich würde es nie ganz stimmen. Noch besser sieht man es, wenn man die nicht druckbaren Zeichen einblendet. Da siehst du, hat der Ersteller dieser Datei mit sehr vielen Leerschlägen gearbeitet und das wird auf die Dauer nicht gut rauskommen. Ich zeige dir, wie du mit Tabulatoren bzw. Tabstops all diese Elemente wirklich exakt untereinander ausrichten kannst. Hierfür müssen wir jetzt aber all diese Leerschläge zuerst ersetzen, und zwar überfahre ich sie mit der gedrückten Maustaste jeweils und mache stattdessen mit der Tabulator-Taste, das ist diese Taste oben links auf der Tastatur, einen einzelnen Tabulatorschlag. Hier unten natürlich ebenso. So, nun bin ich soweit und du wirst aber einwenden, dass es jetzt nicht allzu viel besser ausschaut. Zum Beispiel diese Zahlen sind ja jetzt überhaupt nicht untereinander. Damit du mit diesen Tabstops arbeiten kannst, musst du auf jeden Fall den Lineal einblenden, falls das noch nicht passiert sein sollte, über Ansicht Lineal. Und bei den Optionen, also Datei-Optionen, empfehle ich dir dabei Dokumentprüfung nochmals sicherzustellen, dass bei den Autokorrekturoptionen alles da deaktiviert ist, also alle Einstellungen zu automatischen Aufzählungen und Listen und Tabellen und ebenso diese Einrückungen mit Tabstops sollen deaktiviert sein. Das bestätige ich und jetzt können wir loslegen. Hierfür musst du den ganzen Text mit der gedrückten Maustaste überfahren und jetzt setzen wir die erste Einrückung. Du siehst, wenn du dich da näherst, wird eingeblendet, das wäre jetzt ein rechter Tabstop. Indem du mehrmals reinklickst, wechselt der Typ. Links heißt also, es ist auf der linken Seite untereinander ausgerichtet, zentriert, mittig. Und wir brauchen als erstes etwa bei 1 einen rechtsbündigen. Das heißt, ich tippe im Lineal unter die 1. Und sofort siehst du, werden diese Zahlen schon mal eingerückt. Als nächstes brauchen wir einen linksbündigen. Und zwar etwa bei 3,5. Anschließend einen dezimalen, das ist der mit dem Punkt. Und der soll etwa bei Position 8 sein. Anschließend einen zentrierten. Das ist dieser hier bei Position 12, dann einen Balken, der sieht so aus, Leiste, Tabstopp bei 13 und erneut einen linksbündigen bei 14. Ja, du siehst, es sieht eigentlich schon recht vernünftig aus. Ich sehe hier gerade, dass ich einen Tabstopp vergessen habe, den kann ich nachträglich machen und du siehst, alle weiteren werden eingerückt. Hier habe ich einen zu viel, mit einem Schritt zurück ist auch dieses Kreislein wieder ausgerichtet. Ebenso stimmt das total nicht, diese Zahl sollte noch einen Schritt weitergehen und ich bin nun noch nicht ganz glücklich da mit der obersten Zeile. Da der Preis, den möchte ich noch etwas nach rechts rücken.
Wenn ich jetzt nur diese Zeile auswähle, so hat das Verschieben des Tabstops nur auf diese Zeile einen Einfluss. Übrigens, ein Doppelklick auf einen Tabstop zeigt dir die ganze Liste an und du kannst hier auch noch manuell die Zahl oder die Art des Tabstops ändern. Nun, wie du siehst, ist es hier noch unvollständig. Da musst du die Lösung zu Rate ziehen und die entsprechenden Zeilen 4 bis 7 noch ergänzen. Mit einem Tabstop springst du weiter und so weiter und so fort.